Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute endeten die europäischen Jugendmeisterschaften und ja, vor der letzten Runde hatte Deutschland einige heiße Eisen im Feuer, wenn es um den Kampf um die Medaillen ging. Und eins davon war in der U10 weiblich Yuefan Chen. Sie führte das Turnier vor der letzten Runde alleine an, einen halben Punkt Vorsprung auf die Verfolgerin und schon einen ganzen Punkt Vorsprung auf die Drittplatzierte. Sie hatte schon gegen die Verfolgerin gespielt, dementsprechend bekam sie eine aus der Gruppe dahinter mit 6 Punkten aus 8 Partien. Und das war die Slowenin Emma Jaksa. Und wir wollen mal anschauen, wie diese Partie endete und ob es am Ende für Gold reichte. Weiß eröffnete mit E4, C5, Springer C3 und D6. G3, wir bekommen hier den geschlossenen Sizi. Der ist gerade ja, in der Altersklasse noch recht beliebt, weil es für Weiß ziemlich einfach ist, sich aufzubauen und auch der Plan ist einfach. Aber Schwarz zeigt hier, sie kennt sich gut aus. Sie spielt erstmal Springer C6, Läufer G2, G6 und nach D3, Läufer G7, F4, E6. Springer F3, Springer E7. Das ist ein ganz schöner Aufbau für Schwarz, denn man wirkt hier F5 sehr entgegen. Rochade, Rochade. Und Läufer E3. Und hier spielte Schwarz Turm B8. Auch das noch ein sehr starker Zug, beziehungsweise, ja, es ist Theorie. Ich vermute, sie kannte das vielleicht noch, oder zumindest die Idee. Schwarz möchte B5 spielen. Und nach Dame D2 hat sie sich für B6 entschieden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann nicht so gut erklären, warum sie jetzt nicht B5 spielen wollte. Also die Antwort, die am meisten stören könnte, sage ich mal, ist D4. Aber hier kann man einfach B4 spielen. Jetzt hängt der Springer, der muss ziehen. Und nach Läufer A6 denke ich, dass die Stellung sehr angenehm ist für Schwarz. Schwarz würde sich freuen, wenn sich die lange Diagonale öffnet. Natürlich muss Weiß auch aufpassen, dass Schwarz eventuell auf E2 nehmen will und auf D4. Und ich denke, hier steht Schwarz besser. Nach B6 hingegen wäre D4 eine Option. Weiß hat das nicht gespielt, aber D4, ja, hier nach Läufer A6 und Turm E1 ist es eben nicht so einfach, weil man diesen Springer auf C3 nicht angreifen kann. Und nach CD4, Springer D4, Dame C8, denke ich jetzt nicht, dass Schwarz schlechter steht, aber besser vielleicht auch nicht. Und ich würde immer noch mit B5 spielen wollen, deswegen würde ich mich natürlich freuen, wenn ich das sofort getan hätte. Aber Weiß spielte diesen Standard-Entwicklungsplan oder Angriffsplan mit G4. Und auch Schwarz reagiert mit einem Standardzug. Hier hätte es aber sogar noch eine noch bessere Alternative gegeben. Schwarz hat F5 gespielt, das ist ganz, ganz typisch. Aber D5 ist eine andere Möglichkeit. Und hier hat sie vielleicht etwas schnell gespielt. Nach D5 ist das Problem für Weiß, dass D4 droht. Und das ist nicht so leicht zu verhindern. Also wahrscheinlich muss man irgendwie sowas wie Läufer F2 spielen. Aber hier kann man einfach auf E4 schlagen. Und ja, der Springer schlägt nicht so gern, weil dann B2 hängt. Und wenn der Bauer schlägt, dann kann man einfach auf D2 nehmen. Und zum Beispiel E5 spielen. Das greift den Bauern auf G4 an. Und Schwarz möchte dann den Springer nach D4 stellen. Das ist eine sehr gute Stellung für Schwarz. Und nach E schlägt D5. Kann man einfach mit dem Bauern wieder nehmen und das Problem ist, man droht immer noch D4 und vor allem droht man auch auf G4 zu schlagen. Also das wäre sehr schlecht für Weiß. F5 ist wie gesagt eine absolute Standardantwort auf G4 und es freut mich zu sehen, dass Schwarz das offenbar auch wusste, aber D5 war hier einfach noch etwas stärker. Ja, jetzt hat Schwarz, hat Weiß G5 gespielt. Nach F5 ist es immer schwer zu sagen, wie man reagieren sollte, aber G5 ist selten richtig. Wahrscheinlich sollte man auf F5 nehmen und hier auch kleine Grundregel. Je nachdem, wie Weiß nimmt, man möchte eigentlich mit dem entgegengesetzten Bauern wieder nehmen. Also nach G schlägt F5 mit dem E-Bauern. Und nach Turm AE1 kann man zum Beispiel Dame D7 spielen. Der Läufer kann dann entweder nach B7 oder nach A6. Und vielleicht kann man früher oder später mal D5 spielen. Das muss man dann aber schauen. Hier hat Weiß keinen Angriff. Nach G5 hat, G5 hat Schwarz die richtige Idee gesehen, aber sie nicht so gut umgesetzt. Sie hat hier D5 gespielt. Besser wäre es einmal auf E4 zu schlagen. Mit der Idee, dass man nach D schlägt, E4, dann D5 spielt. Was ist der Punkt? Naja, man droht jetzt D4 und nach E schlägt D5, E schlägt D5 droht man immer noch D4. Der Springer kann dann vielleicht nach D5, das Feld F5 ist für die schwarzen Figuren zugänglich und wahrscheinlich ist auch der weiße Bauer auf F4 schwach. Was ist jetzt der Unterschied, wenn man sofort D5 spielt? Das Problem ist, dass Weiß hier auf D5 schlagen kann. Und wenn man jetzt mit dem Bauern nimmt, dann hat Weiß den Zug D4.
Den hat man natürlich nicht, wenn man vorher auf E4 tauscht. Deswegen hat Schwarz hier erstmal mit dem Springer genommen, damit der Springer zumindest nicht so blöd rumsteht auf E7. Aber auch hier kann Weiß auf D5 nehmen und D4 spielen. Und hier hat Schwarz C4 gespielt. Der gefällt mir nicht ganz so gut, weil er, glaube ich, ein bisschen das eigene Gegenspiel hemmt. Ich würde hier lieber Läufer E6 spielen. Der Punkt ist, Weiß droht jetzt noch nicht wirklich auf C5 zu nehmen wegen D4. Und wenn Weiß sowas wie C3 spielt, dann kann man vielleicht mit Dame D6 weiterspielen. Ich hätte hier in jedem Fall lieber Weiß, weil natürlich das Feld E5 sehr schön ist und weil die schwarzen Figuren jetzt wirklich nicht so toll aussehen. Aber ich glaube, die Stellung ist jetzt noch keine Katastrophe. Vielleicht kann man hier versuchen, um die E-Linie zu kämpfen. Stattdessen kam C4 und ja, nach C3, Läufer E6 sehen die schwarzen Leichtfiguren einfach wirklich nicht toll aus. Ja, auch die Weißen nicht, aber Weiß wird eben dieses Feld auf E5 haben. Weiß hat Turm E1 gespielt. Dame C7 und H4. Jetzt fängt Weiß an, am Königsflügel anzugreifen. Und Schwarz sagt, okay, ich brauche Gegenspiel, also B5 und Angriff am Damenflügel. Springer E5 und hier kam Turm D8. Jetzt hat Weiß Dame E2 gespielt, der ist nicht unbedingt nötig, also Weiß könnte auch sofort H5 spielen. Ich weiß nicht, ob sie Angst vor G schlägt H5 hatte, ist eigentlich schwer vorstellbar, weil nach Läufer F3... Also Schwarz wird diesen Bauern niemals behalten. Weiß kann den ja so oft angreifen, dass, ja, das ist einfach kein Bauer, den man lange hält. Dementsprechend Dame E2 nicht unbedingt nötig, aber okay. Und hier hat Schwarz auf E5 getauscht. Die Frage ist, mit welcher Figur sollte man das machen? Und dafür muss man sich eigentlich nur die Bauernstruktur angucken. Wir werden ohnehin eine sehr, sehr geschlossene Stellung haben. Und deshalb sollte Schwarz hier unbedingt mit dem Läufer auf E5 tauschen. Der Punkt ist, dass man nach D schlägt E5 zum Beispiel sofort D4 hat. Und der Springer guckt nach D4 und natürlich kann Weiß hier nicht auf C6 schlagen wegen D schlägt E3. Und plötzlich ist die weiße Königsstellung sehr offen und der schwarze Turm wird auf der D-Linie aktiv. Das ist eine sehr schlechte Stellung. Aber Schwarz hat leider mit dem Springer auf E5 geschlagen. Und hier nach D schlägt E5, Turm FE8, sind jetzt die schwarzen Läufer einfach immer noch sehr passiv und dieses Feld D4 wird Weiß zugutekommen. Es folgte Dame F2 und Turm D7. Und jetzt Läufer C5. Ja, Weiß hat hier, glaube ich, einfach die Idee, die schwarzfeldrigen Läufer abzutauschen. Wahrscheinlich, weil sie sieht, alle ihre Bauern stehen auf Schwarz, deswegen kann man die tauschen. Aber ja, hier muss man ein bisschen vorsichtig sein. Also es ist jetzt nicht unbedingt nötig, diesen Läufer zu tauschen, weil die weißen Bauern ja natürlich auch den schwarzen Läufer, einschränken. Aber okay, sie hat ihn getauscht. Huch, es kam Turm F8 und Turm D1. Hier hat Schwarz jetzt Turm C8 gespielt und ich glaube, hier war sie nicht konsequent genug mit ihrem Gegenspiel. Hier wäre B4 schon gut, aber es ist natürlich nicht so einfach, denn man opfert erstmal einen Bauern. Die Idee ist, dass nach Turm B8 A3 A5 gespielt werden muss. Und nach B schlägt A5, Dame schlägt A5, hat Schwarz ganz gutes Gegenspiel auf der B-Linie. Aber natürlich ist es verständlich, dass man nicht so leicht diesen Bauern opfern möchte, weil auch Weiß wird anfangen, den D5 anzugreifen und das ist nicht so leicht einzuschätzen. Stattdessen kam Turm C8. Okay, Weiß spielt hier Dame E2, es kam jetzt Schach, Dame F2. Und hier hat Schwarz wieder eine gute Möglichkeit verpasst, B4 zu spielen. Stattdessen hat sie auf F2 genommen. B4 wäre gut, denn hier nach Dame C5, Turm C5 und C schlägt B4 ist es tatsächlich viel einfacher als eben, denn nach Turm B5, A3 und A5, wenn Weiß nun nimmt, hängt der B2. Das liegt daran, dass die Dame nicht mehr auf F2 steht und den nicht mehr deckt und diese A-Bauern, die kriegt man natürlich zurück und plötzlich hat Schwarz hier zwei starke Freibauern. Und hier hätte ich, glaube ich, lieber Schwarz, auch wenn die Stellung nach wie vor unklar ist, weil Weiß zum Beispiel mit Turm D4 diese Bauern blockieren kann. Aber nach Dame F2... Turm F2, König F7 und Turm D2, sieht man langsam, dass die weiße Stellung, ja, also Weiß hat völlige Kontrolle über die Stellung, der D5 ist schwach und nach Turm D8, König F2 will jetzt der König nach D4 laufen. Es folgte König E7, König E3 und A5. Also jetzt versucht Schwarz weiterhin mit B4 zu spielen. A3 und ja, hier versteht sie, dass B4 wahrscheinlich schwer durchzusetzen ist, zumindest unter guten Umständen, deswegen spielt sie A4. Und versucht hier wahrscheinlich eine Festung zu errichten. Aber Weiß spielt Turm H1 und öffnet eine zweite Front. Der D5 ist schwach, aber es ist momentan die einzige Schwäche. Deswegen kann man die Stellung nicht einfach gewinnen, indem man den Bauern angreift. Und deswegen möchte Weiß die H-Linie öffnen. König F7 und H5. König G7, Schwarz versucht die H-Linie zu decken. Aber Weiß öffnet sie trotzdem erstmal und spielt Läufer F3. Das hat unter anderem die Idee, den Turm über die zweite Reihe nach H2 zu bringen.
Läufer G8, das soll einfach H7 decken. König D4. Weiß verhindert jegliches Gegenspiel von Schwarz mit D4, auch das gefällt mir sehr gut. Und Turm C8, das soll König C5 verhindern. Turm E2, Weiß möchte E6 spielen, also verhindert Schwarz das. Und jetzt nach Turm H2, Läufer G8, findet Weiß leider einen starken Zug E6. Der Läufer wird abgelenkt, ja, man muss im Prinzip nehmen, weil man will natürlich nicht den D5 verlieren. Und nach Läufer E6 kommt Turm H7, König F8 und nach Turm D7, Läufer D7, Turm H8, tauscht Weiß auch noch den zweiten Turm und dann gewinnt man den D5. Und das ist leider wirklich so eine Albtraumstellung für ein gleichfarbiges Läuferendspiel. Der weiße König ist aktiver, alle schwarzen Bauern sind auf weißen Feldern festgelegt. Und nach Läufer D7, König C5, Läufer E8 folgte Läufer C6. Und langsam merkt man, die Stellung wird hoffnungslos. Schwarz hat geschlagen und König E6 gespielt. Es folgte König C5, König E7, König B5, König E6 und Weiß sammelt den nächsten Bauern ein. Schwarz spielt noch weiter, okay, es ist ein U10-Wettkampf. König E6, C4 und C5. Und Weiß versucht nun langsam den Bauern durchzubringen. König D5, König D7, Schach. König C5, König C8, König D6, König D8. Und hier hat Weiß festgestellt, dass das mit dem Manöver nicht weiter klappt, denn das wäre Patt. Das wäre doof. Aber stattdessen kam König E6 und der König läuft zum G-Bauern. König C7, König F6. Schwarz gewinnt den C-Bauern, aber Weiß nimmt den G-Bauern und auch noch den F-Bauern. Und nach König C4, G6, König B3, G7 ist Weiß deutlich schneller als Schwarz. Und ja, es folgte noch König A3, Dame B8, König A2 und jetzt kommt der König. König D3, König A1 und nach König C2, A2 ist Weiß genau rechtzeitig und setzt matt. Ja, das ist natürlich ein recht trauriges Ende für unsere Spielerin. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn sie Gold gewonnen hätte. Aber ich sag mal, mit einer Niederlage in der letzten Runde noch Silber zu gewinnen, ist auch keine schlechte Geschichte. Also, ja, sie hat den zweiten Platz gemacht, auch wie ihr sehen könnt, mit sehr deutlichem Buchholz-Vorsprung vor Platz 3 und 4. Ihre Gegnerin tatsächlich trotz dieses Sieges nur Vierte geworden, auch irgendwie bitter. Aber ja, so, da muss man manchmal durch. Ich glaube, dass hier auch durchaus einiges an Nervosität dabei war. Also, wenn ich mir vorstelle, dass ich in der U10 um die Europameisterschaft spiele, dann wäre ich da auf jeden Fall nervös und in der Partie wirkte es ein bisschen so, als wenn Schwarz nicht so richtig in die Partie reingekommen ist. Also sie hat eine gute Stellung aus der Eröffnung gehabt, aber danach lief es dann eben nicht mehr so gut. Und ich muss sagen, im Verlauf des Turniers hat sie wirklich sehr, sehr stark gespielt. Und ja, ich bin gespannt, wie sie sich weiterentwickelt, weil ich muss zugeben, dass ich vor dem Turnier den Namen tatsächlich nicht kannte und ich versuche natürlich auch bei den deutschen Nachwuchstalenten mehr oder weniger ja, dran zu bleiben, um die zu kennen. Das ist leider die einzige Medaille für Deutschland in der U10. Männlich hatten wir auch einen starken Kandidaten, Jungki Lee. Der ist aber leider Vierter geworden, auch aufgrund der schlechteren Buchholz hinter Platz 3. Er hat heute ja recht schnell Remis gemacht gegen den, der am Ende Gold gewonnen hat. Das ja, war für seine Platzierung am Ende nicht so gut. Aber trotzdem starkes Turnier von ihm. Ansonsten leider keine Medaillen. Also herzlichen Glückwunsch an Yui Fan Chen. Und ich hoffe, beim nächsten Mal wird's Gold. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe auch, dass ihr euch den Namen merkt, denn ich glaube, von ihr können wir noch viel sehen. Bis zum nächsten Video. Tschüss!